ist dieses quasi Rückschlagventil. Diagnose, nein. Und jetzt hat sie aber wahrscheinlich, ich weiß es aber nicht sicher eben, ob es jetzt nur daran lag, wenn es sein soll, dass hier ein bisschen was raus. Von dem weißen Zeug, und das wird sie nicht beim nächsten Mal auslassen. Wahrscheinlich war der mit Dicht raus. Das ist das Problem. Aber die Dichtigkeit müsste hier am Verschluss. Eigentlich müsste die am Verschluss sein. Der etwas andere Luftleere. Gut Ding will schon immer fast Weile haben. Aber Roland, du hast gar keine Ahnung, wo wir diese Robenszelle hinkommen. Wir hatten nochmal zwei Robensreklamationen, diese Hauszelle irgendwie in die Aber noch in den Anfängen natürlich da. Aber wo die was ist ja, die waren oben, ne? Über den Fondel. Ja, genau. Oben. Ich hätte gedacht, die hätten wir den Keller noch nicht. Verkauft hast du es nicht? Gehört eigentlich noch ein Gitterle davor, dass das dann rausdrückt. Mal schauen, dass noch ein Kreuzschlitz drin ist. Für zufrieden macht's möglich. All the greatest. Mountain Times. Aber der ist ein wenig dicker, aber mit dem steche ich schon wieder durch hier. Grüß Gott. Oh, wie geht's? Ja, passt schon. Der Diagnose, Doktor. Öfters mal kreativer mit dem zweiten. Oh, ihr habt hier Brütting auch da. Sehr nice. Steht der Loch oder was? Das wissen wir noch nicht. Ach so, okay. Was da passiert, jetzt müssen wir noch ein bisschen verschauen. Hier von der Pumpe ist schon verschoben. Wie haben sie die entweder nicht sauber gearbeitet?
Also ich lese da angeblich Luft. Ich habe es jetzt gestern aufgeblasen gehabt und habe nichts gefunden. Über Nacht war es gestanden. Also es ist verändert, wo es ganz klar hier ein Luft ist oder was gibt. Wie kannst du es ein bisschen aufblasen? Heute war halt ein bisschen weniger drin, aber es war jetzt nicht in einem Maße, wo es sagt, fällt bloß er dich auf. Und ihr sagt, aber wenn er drauf liegt, ist er nichts. Es kann natürlich schon sein, dass da hinten ein bisschen was rausgegangen ist und die Ventile und dann natürlich so Kunstfaser mit durch. Ach, da war dann unter dem, unter der Gummilippe im Endeffekt. Da hing halt aus dem Orangen schon so ein bisschen Kunstfaser raus. Okay, naja gut, das kann natürlich. Dann weiß ich natürlich nicht, weil ich nicht weiß, ob jetzt das Ding hier auf den Orangenen sogar drauf drückt, dass das halt dicht ist. Was mir den komisch vorkommt, ich finde, die bläst sich ein wenig eher auf. Ich kann mich erinnern, dass wir die auch schon mit 5, 6, 7 so Pumpzügen irgendwie aufgelassen hat. Und da war die erste Gefühl, da passiert die Stimme dann die Luft. Okay. Was hieß das? Ja, schon, aber ich meine, gut, das ist ja doch relativ viel Volumen. Ja, jetzt pass auf, jetzt kann es aber natürlich auch sein, dass der Rückschlag, wenn ich hier hinten drin. Das natürlich, ja, klar. Ja. Und dann drückt es natürlich über den Weg halt hier die Luft, raus. Ja. Und da weiß ich nicht, weil hier ist ja nichts drin. Das liegt ja bloß auf den Gummi ab. Der Diagnosepapst Schizophren. Luft oder nicht Luft? Filmbike on Tour. Ja klar, weil das Rückschlagteil ist ja... Durchboxen für mehr Luft. Ja, hier muss ja das sein irgendwie. Ja. Ne? Da ist ja das richtig. Rückschlag. Aber schau mal her, ich habe halt das Gefühl, dass da auch immer ein bisschen was wieder zurückgeht. Zurückgeht, ja, stimmt schon. Ne? Okay. Also du kriegst es im Laufe der Zeit schon voll, aber ich habe mir gestern eben schon gut erwähnt. Kannst du schon ganz schön lang drücken? Ja. Ne? Warst du im Black Forest? Nee. Ich war bei Reiber Reformhaus. Wunderbar, alles Gute. Tschüss.